Natürlich feiern heute alle Sabine Lisicki, seien Sie willkommen. Das neue deutsche Fräuleinwunder. Die Frauen sind im Moment an der Macht, aber heute macht Wimbledon für die Frauen zumindest im Einzelpause. Im Doppel, da muss Sabine Lisicki schon wieder ran. Hier schauen wir einfach mal, da sehen wir Lisicki, Stosur und da unten haben wir dann auch gleich noch die Quoten für das Match. Also bis dato gibt es keine großen Daten zu diesem Spiel. Aber das soll uns ja nicht weiter stören. Wir schauen hier dafür einmal auf die Wimbledon-Doppel und da sehen wir dann noch einmal alles aufgeführt. Also das kann man heute definitiv wetten. Und die Paarungen fehlen noch. Also hier haben wir das Achtelfinale und da unten 29.06. Das ist der Tag heute. Da muss Lisicki schon wieder ran. Morgen beschäftigen wir uns dann natürlich ausführlich mit Lisicki, denn morgen geht es ja darum, schafft sie das, was Steffi Graf einst geschafft hat. So, heute bei den Herren. Gucken wir auch noch schnell Wimbledon drauf ab 14 Uhr. Also heute ist der Großkampftag der Herren, der Männer. Da spielen all die, die selbst diejenigen kennen, die jetzt nicht so verwurzelt im Tennis sind. Djokovic, Federer, Murray, immerhin Weltranglisten Vierter und Nadal. Also da ist sicherlich was dabei und quotenmäßig ist da natürlich auch das angesagt, was wir jetzt einfach mal so vermuten würden. Djokovic ist der große Favorit hier. Federer ist der große Favorit da. Murray ist natürlich großer Favorit gegen Lopez. Und Nadal ist ebenfalls großer Favorit. Also, das ist dann ein leichtes, das zu tippen. Gibt nicht so richtig viel Geld, aber sei es drum, was soll es. Schwieriger zu tippen wird es heute beim zweiten großen W in dieser Woche, Weltmeisterschaft FIFA, Frauen-WM. Deutsche Mannschaft muss morgen dran, wissen Sie. Und heute sind dann endlich alle mal aktiv gewesen, denn heute greift die Gruppe D ein. Und dann wissen wir auch Bescheid, dann wissen wir auch, wo steht Brasilien. Wobei man ja ehrlich sagen muss, es ist ja nicht so einfach, das zu beurteilen. Die ersten Spiele sind die schwierigsten. Das ist ein alter Spruch, der gilt für Männer wie für Frauen. Und auch Schweden gestern, können wir die richtig gut beurteilen? Normalerweise hätten sie höher gewinnen müssen. Also auch heute bleibt ein kleines Fragezeichen nach den Auftaktmatches der Gruppe D. Aber freuen tun wir uns trotzdem drauf. Bei Norwegen gegen Äquatorialguinea, tja, da gucken Sie mal, was das für Quoten sind. Gibt es 34 Euro. Wenn die Damen aus Guinea gewinnen sollten. Also Norwegen natürlich einer der ganz großen Favoriten dieser Fußballfrauen-Weltmeisterschaft. Insofern ist das schon eine exorbitante Quote, aber ich würde ehrlich gesagt auch nicht einen Cent auf Äquatorialguinea setzen. Das ist genauso eine Überraschungsmannschaft vielleicht wie Nordkorea. Die kann auch kaum einer einschätzen. Wen man gut einschätzen kann, sind die Brasilianerinnen. Und natürlich haben die ihren Star Marta, der weibliche Lionel Messi, schreibt die Bild-Zeitung heute. Und dann steht auch da, ich habe hier keinen Sex, mit wem auch, sagt Marta. Und zudem hat der Trainer das vor den Spielen verboten. Schade, dass eigentlich im Frauenfußball dann doch noch so vieles darauf reduziert wird. Würde einer Lionel Messi vor dem ersten WM-Spiel fragen, hast du Sex vor dem Spiel? Ich glaube nicht. Also hört auf mit diesem Showy-Kram, mich nervt es langsam. Geht ran und schaut bei den Frauen auch darauf, wie sie Fußball spielen. So, und ich glaube, Brasilien schlägt Australien haushoch. Die Quote ist dementsprechend 1,30 Euro. Gibt es für einen Sieg von Brasilien, Australien, gäbe dann 8,65 Euro. Anstoßzeiten
Norwegen spielt um 15 Uhr. Da habe ich es Ihnen nochmal aufgerufen. Und die Brasilianer spielen um 18.15 Uhr. Ist ein bisschen durcheinander mit diesen Anstoßzeiten, die haben ARD und ZDF festgelegt. Aber auch daran werden wir uns gewöhnen. Und morgen gibt es wieder eine neue Anstoßzeit. Und wir sehen uns aber auch wieder morgen früh, wenn Sie denn mögen. Und dann geht es um Deutschland gegen Lisicki oder Lisicki gegen Nigeria. Oder wie? Oder was? Und tschüss.